Willkommen zur Chips Challenge. Chips Challenge ist ein Kanal, wo ich einfach mal verschiedene Sorten Chips, Knabbereien, manchmal auch ein bisschen Süßigkeiten, Schokolade, sonst irgendwas teste und ganz subjektiv meine Meinung darüber äußere. Einfach so, wie ich das empfinde, wie sie schmecken, wie sie aussehen, wie sie riechen. Ich bekomme dafür nichts. Ich mache das einfach just for fun, weil ich halt gerne mal Chips esse und auch gerne mal vielleicht hier und da einen Tipp geben möchte. Und in dieser ersten Videofolge, ein paar Bewertungen gibt es schon bei Facebook einfach schriftlich. Heute dann das erste Video dazu. Und die erste Sorte, die ich dann heute vorstellen möchte, die ich probiert habe, ist Lay Strong Chili and Lime. Die Tüte schon mal aufgemacht. Der Geruch ist typisch chipsig, also so ein bisschen nach Kartoffel, ein bisschen nach Öl, ein bisschen nach Gewürze. Man riecht jetzt aber die Geschmacksrichtung nicht direkt raus, wenn man die Tüte aufmacht. Optisch sind sie ansprechend, schön geriffelt. Also große Oberfläche, gleich viel Geschmacksträger. Die Farbe ist durchaus ansprechend. Und naja, sie scheinen auf den ersten Eindruck auch knusprig zu sein, was ich dann beim Essen. Durchaus auch bestätigt. Chili und Limette ist deutlich zu schmecken. Sie sind hier als mild angepriesen. Das muss man sagen. Also, sie sind zwar schon kräftig im Geschmack, aber nicht übermäßig scharf, was doch recht angenehm ist, wenn man dann auch mal ein bisschen mehr davon essen möchte. Es brennt nicht gleich so in der Kusche, würde man sagen. Die Verpackung, naja, Standardverpackung. Nicht übermäßig groß, das ist schon ganz angenehm, nicht zu viel Luft drin, gerade die Menge, dass sie beim Transport nicht kaputt gehen. Design, naja, okay, kann man drüber streiten. Man erkennt sie halt gleich raus, aber es ist jetzt auch nicht so wirklich was Besonderes. Gekauft habe ich die im Angebot für 1 Euro, im schwarzen Netto, Hundenetto, je nachdem, wie man den nennen will. Wie gesagt, 1 Euro, 125 Gramm, finde ich durchaus angemessen. Kommen dann also damit zur folgenden Bewertung. Die Verpackung 2,5 Punkte, weil Standard und nichts Besonderes. Der Geruch 3,5, weil er chipstypisch ist, aber leider trotzdem ein bisschen sehr stark nach Fett und halt auch nicht das Aroma direkt erkennbar am Geruch. Aussehen kann ich durchaus mit 4 bewerten. Eine tolle Farbe, schön geriffelt, keine zerbrochenen drin, fast gleiche Größe bei allen, das ist schon ganz okay. Der Geschmack auf jeden Fall 4 Punkte. Ja, sie sind stark im Geschmack, sie schmecken nach Chili, sie schmecken nach Limette. Für mich persönlich könnten sie noch kräftiger sein. Gut, sie sind mild, aber mild und strong gleichzeitig auf einer Packung, das ist für mich so ein bisschen, naja, weiß nicht so genau. Preis-Leistungs-Verhältnis. 4 Punkte, 1 Euro top, normalerweise fast das Doppelte. Wie gesagt, war Angebot. Voll, glaube ich, 1,79. Müsste jetzt Lügenstand nicht mehr mit dran. Ich denke, das ist dann eine ganz angemessene Bewertung. Dann komme ich dann auf, oh, jetzt muss ich rechnen. 4, 8, 12, 16, 18 Punkte von 25 möglichen. Das wäre meine Bewertung für Lay Strong Chili and Lime. Und da drauf steht, Perfect with Beer, muss ich das natürlich auch noch testen. Chips. Bier. Passt. Perfekt, wirklich. Ändert an der Bewertung nichts, aber ich habe wenigstens einen Grund, ein Bier zu trinken. Okay, danke für das Interesse. Und hoffentlich vielleicht bis zum nächsten Mal. Welche Sorte es dann wird, weiß ich noch nicht. Ich habe noch 5, 6 verschiedene hier, die noch getestet werden müssen. Also dann, viel Spaß beim Chips essen. Und übrigens, wer eine Sorte hat, die ich mal testen soll, mich einfach mal anschreiben. Helmut Balke 69, alles kleingeschrieben zusammen, @gmail.com. Na, dann gibt's mal eine Adresse und dann dürft ihr mir gerne Chips schicken, die ich für euch dann mal esse. Also, bis dann, ciao!